Hi. Hallo. Und willkommen zurück nach einem Monat Outlast. Ich habe keine Ahnung, wo wir waren. Du? Ich auch nicht. Dann ist gut. The Gospel of Code. Ja, der gute Code-Typ. An den erinnere ich mich noch sehr gut. Oh, sie war in Blut, ne? Ja. Saddest oh story of my life. Saddest thing I ever seen today. Today? Tonight. Also. Versteckt nicht meine Prophezeiungen, schreibt sie nieder Wort für Wort. Euer ganzes Leben, denn ich bin wie ihr ein Diener und der Prophet unter eurem Boden. Böden. Ist das nicht Bruder? Psst, Bodenbrüder. Bärenbrüder. Wo sind wir? Ich weiß es nicht, wo sind wir gerade? Wo sind die Hillbillies? Aber echt. Ich hab echt keine Ahnung, wo wir sind. Ich wollte gerade wie bei. Ich wollte gerade wie bei Dragon Age Inquisition, wollte ich suchen drücken. Ja. Da kann man ja den Boden absuchen. Stimmt, stimmt. Und ich wollte es machen hier die ganze Zeit. Deswegen habe ich die ganze Zeit hier raufgedrückt auf L3. Übrigens, wir spielen gerade Dragon Age. Das ist der neue Teil. Dragon Age Outcast. Ist mich der Typ, der Mrs. Jackson gesungen hat. Hey, den Mrs. Jackson! Wo ist mein Reittier? Ja, das ist der Elch. Der Typ da, der Code. Ach so, kann es sein, dass wir hier durch das Fenster... Nee, da kommen. Ich dachte, wir sind da reingesprungen, weißt du, auf der Flucht. Hm. Kann sein. Machen wir auf die Karte... Haben wir eine Karte oder so einen Scheiß? Wir können mal eigentlich... Ich weiß, was wir machen können. Haben wir ein paar Wegpunkte irgendwo? Nicht das. Ich muss erstmal wieder mit der Steuerung zurückkommen. The chapel's gotta be close. Was? Geh zur Kapelle. Geh zur Kirche? Geh zur Kapelle? Ah! Wir sind, glaube ich, im letzten Part durch das Maisfeld gerannt. Ich glaube, das war's. Das kann sein. I'm sorry, Miss Jackson. Es ist gar nicht hell da drin. Machen wir hier Leuchtkämmer an. Ja, ich überlege gerade, wie das geht. Ich glaube, R3 oder so. Ah ja, das könnte es sein. Ah. Du bist ein... Du warst... Ich bin ein Kameraexperte. Ja. Pass auf, dass sie dich nicht zu den Videos schicken. Wir haben eine neue Location. Wir schicken den dahin. Der scheint es drauf zu haben. Ich will einfach mein Zimmer, ist genauso gruselig. Eigentlich müssen die mal so einen Tekken-Dude hinschicken. Stimmt. Tekken-Dude-Typ. Jackie Chan einfach. Aber bitte ohne das Drogenproblem und Falco. Ich hab eine Batterie gefunden, der Ausflug hat sich gelohnt. Also ich weiß immer noch nicht, wo wir hier sind. Ich weiß vor allem nicht, wo wir hin sollen. Sieht hier irgendwie aus wie so ein Absturzding, so ein Drogenkeller. Ja. Ah, da müssen wir wahrscheinlich lang. Zu den angenehmen Ketten im Keller. Dude, bist du tot? I think he's okay. Er ist ein Junkie. Aha! Das ist der Typ aus der Irrenanstalt! Guck ihn dir mal an! Der sieht genauso aus! Gut, dann öffne halt erst die Kapelle. Siehst du? Was ist das? Komm. Ich bin gerade eher fasziniert. Wer hat bitte... Nimm's auf, Motherfucker. Nein. Du musst die Omi, glaube ich, aufnehmen. Das ist ein Klassenzimmer. Mach mal Nachtsicht aus. Oh Gott. Oh, ich habe Angst, dass sich bewegt in der Aufnahme. Schleich. What the fuck? Moment. For fuck's sake. Moment, ich muss das hier erstmal abspielen. Werde ich wahnsinnig? Der Aufnahme, Alter. Sehr gut. Ich kann's halt. Ja. Ist sie tot? Müssen wir mal gucken.
Ich bin ja gerade in der Psychiatrie, ne? Privat. Achso, es könnte auch sein, dass ich das aufnehmen hätte sollen. Oh. Don't be afraid, you're going to heaven. Er sagt ja eh das Gleiche. Oh. Auf der Alkoholsuchtstation bin ich gerade eingesetzt. Das macht echt Spaß, ne? Fast genau wie hier. Ich krepel da unten draußen rum. Wo? Mach mal, Kehrmann. Hinter dem Wagen. War da nicht irgendwie... Nee, dachte ich auch erstmal, das ist das Ding da, was okay. Wedelt. Das Wedler. Das freut sich. Ha. Oh mein Gott, das ist the Red Desk. Das ist ein toter Fisch. Was ist daneben? Mach mal, Kehrmann. Oh, Gedärme. Oh. Ja, dunkle, schwarze Gedärme. Vom Gothic-Huhn. Aha, das Gothic-Huhn hat... Stimmt, das ist ja dieses schwarze Huhn da, kenn ich auch. Ja. Was ist das? Eine Puppe. Ich habe die Rocket Beans geguckt, und zwar Spiele mit Bart. Du sollst diese Puppe nicht anfassen. I'm sorry, Miss Jackson. Ich glaube, du musst da durch die Tür. Ich stell dir einen Apfel auf den Tisch. Vielleicht hat der Fluch dann. Oh, sorry, ich wollte nicht auf sie rumlaufen, man. Irgendwas ist komisch mit ihrem Bein. Ja. Sexy. Da! Oh. Da ist ja gar nichts. Hätte sein können. Hm. Ich habe immer das Gefühl, dass da gleich einer rausspringt am Fenster. Weißt du? Hm. Irgendwas ist hier seltsam. Und ich meine nicht das Offensichtliche. Zum Beispiel, dass kein Essen auf dem Pferd steht. Ja, zum Beispiel, dass meine Kühlschrank nicht öffnen kann. Ja. Was ist das? Das sind Lappen. Oh mein Gott, das Brot! Ich dachte, das ist ein Schwamm. Zoom mal ein bisschen ran. An den Schwamm. Wow. High West Brot. Alter. Das gute High West. Jetzt ist es ein Schwamm. Achso. Es war mal Brot. Ey, überall sind Bilder von Dr. Kot. Das Geschäft muss ja Boom gemacht haben, es sind überall die gleichen. Ja. Das war von meiner Abschlussfeier. Entweder er hat's verteilt. Mhm. Oder. Erst verteilen lassen. Komm, dann liest das mal vor. Ich schon wieder. So. Mach mal aber hier Textanzeige. Oh, ich kann es auch so lesen. Nein. Das würde es Peter nicht geben. Ziel. Die Kinder sollen ihre Pflicht nicht fürchten, sondern sich an ihr freuen. Denn sie sichert ihnen einen Platz im Himmel. Ah, ja. Hast du gehört? Denk dran, im Himmel ist kein Schmerz. Papa gab dir Leben und dein Leben ist sein. Gott gab dir Leben und dein Leben ist sein. Du bist eigentlich nur Scheiße. Ja, du bist eigentlich Kacke. Du kannst der Feind sein, ohne es zu wissen. Angst ist die Waffe des Feindes. Gott kennt den Weg. Beschäftigen, studieren. Der Wal rettet... Was? Der Wal rettet Jola von dem Ertrinken. Ich glaube, sie meinen Dr. Kurt mit dem Wal. Wal ist er, ja? Ja. Jesus ist in der Wüste mit Satan. Abraham tötete bla bla bla. Enge zeichnen, bla. Schön. Was war da gerade los? Der Wal. Hatte der Wal denn eine Wahl? Ich hab eine Idee. Eine Idee? Was? Sollte das nicht passieren? Ich glaube nicht. Ich würde eigentlich da lang gehen, aber er ist einfach mal runtergefallen. Er ist runtergefallen auf die Beine. Fette Armkratzer. Du? Mhm. Ich bin dafür, wir bauen hier einfach eine Mauer hin. Mhm. Lass Mexiko dafür bezahlen. Aha. Und Trump unterstützt mich. Okay. Seid ihr mir sicher? Glaubst du, die Titanen gucken da nicht rüber oder so? Das erinnert mich daran, ich hatte neulich einen Traum. Ein Albtraum dieses Jahr. Dein Albtraum dieses Jahr? Hast du immer nur einen? Ja, ich habe immer nur einen. Okay. Da war ein Schreibfehler drin. Was triggert den? Ich habe gerade gleich eine 6 verdient. Guck dir das mal an. Da war nicht mit D geschrieben. I'm sure I can figure a way to get away. Ja, halt die Klappe. So ein Brief an Mama. Lies vor.
Mama. Ja, ist ja gut. Frau Käsen hat gesagt, dass ich nicht darf, dass sie machen werden, aber es nicht gesagt, dass sie nicht schreiben darf. Lass sie mich nicht töten. Ich liebe die Papi, Juliana. Papa wird einmal erwähnt. Ja, ich liebe dich und Papi. Ich sag doch, das ist mehr als nur ein Schreibfehler drin. Was? Alter, was ist denn das für ein Stacheldrahtzaun? Nee, hier die Dings, die Schaukel. Bin ich in der Hocke? Ja. Ah. Mann, ist die Schaukel groß. Dachtest du echt jetzt, dass die Schaukel so groß ist? Nicht so hoch, Mann. Die Kiste da unten. Wie? Oh. Machen wir die Cam weg. Ich glaube, du hast bald keinen Akku mehr. What? Das ist fast wie bei Dragon's Age. Das ist ein Baum. Ich glaube, vielleicht musst du. Wer sind denn da? Aua, voll in die Eier! Das war kommt! Jetzt wurde reinbekommen, Alter! Stimmt, wir standen ja vor der Stadt. Oh, nochmal. Der arme Dude, ey, du hast ihn kastriert. Jetzt braucht er auch kein Kind mehr. Du musst zurück. Deinen Wagen schieben. Den hier? Ja. Siehst du? Du bist ja ein Genie. Ja! Er geht gleich in die Hocke dafür. Warte. Das schieben. Schieb den Scheiß! Das geht doch schon so schnell, ich kann nicht. Ach nö. Das ist schon wieder die Omi. Der Riesensense. So, ich gebe dir gleich das Ding, dann kann ich nämlich dir meinen Traum nicht erzählen. Ich glaube, du hast eher Angst als ich. Ja. Also, dein Traum. Ja, nee, jetzt bin ich hier aus dem geschützten Haus raus. Ah, ja. Ich habe dich aus dem gefährlichen Gebäude gebracht, was so aussieht wie bei Resident Evil, wollte ich nur mal sagen. Naja. Von Ihnen. Von Ihnen. Wir haben den gleichen Architekten. Ah. Sicher, da gab's auch Schwarmbrot. Wie bei Radcliffe. Was machst du da? Fun fucking Jesus. Opferungsrituale. Whatever. Ich glaube, es wird bald wieder Ramadan. So, also mein Traum, ne? Ich habe nur einmal im Jahr einen Albtraum. Krass, ne? Faszinierend. Und was triggert ihn? Gar nichts. Okay. Den hab ich immer so. Und es ist so, dass du davor kamst. Oh nein! Das war ja schon der Albtraum. Das war schon. Ist schon der schreckliche Traum gewesen. Nee, eigentlich war das so. Das war ganz schlimm, weil du vorhin Titans erwähnt hast, ist mir wieder eingefallen. Und zwar war das so, die Welt wurde von unserer Berlin, wurde von Titans angegriffen. Oh nein! Aber nicht nur Titans, sondern auch von Dinosauriern zur gleichen Zeit. Und das war der übelste Zufall, das war richtig schlimm. Oh nein! Und Dinos und Titan! Ja, vor allem bei den Dinos, da gab es keine Pflanzenfresser. Da gab es nur den T-Rex. X-mal. Und hier, Raptoren. Oh, shit. Ja, und Raptoren finde ich scheiße gruselig, fand ich schon als Kind. Die sind ganz schlimm. Auch nicht so schöne Kreaturchen. Und, ja, es war halt schon eine scheiß Situation. Natürlich. Und dann war das so, dass meine Mama weggefahren ist, in das Hotel fahren wollte. Und dann habe ich sie verloren. Okay, dann war ich mit Moppelchen alleine. Und dann musste ich meinen fetten Mops über den mitschleppen. Das war schon ganz schlimm. Das war ein Horror. Ja, und dann war ich mal zu meinem Dad gegangen, mein Dad hat so gechillt zu Hause. Da guckt da so Titan durchs Fenster. Und ich so. Und mein Hund hat sich auch so breit fett hingelegt. Und es war dann alles ganz gechillt, so als wäre nichts. Und dann halt so, guckt halt so Titan durchs Fenster, hat uns so beobachtet, hat bei uns Fernsehen mitgeguckt. What the fuck? Und ja, dann habe ich mich verpisst mit Mobbelchen. Okay. Und dann war das so, dass ich Finn angerufen hatte. Finn ging aber nicht ran. Mhm. Keine Ahnung, hat irgendwie Widerstand oder sowas beigetreten. Irgendwie sowas ganz Seltsames. Den Widerstand! Ja, und und du, na jetzt kommt dein Part. Und dann war mein Traum eigentlich schon vorbei, weil ich fand es so lächerlich, dein Part. Und zwar, du kennst doch diese Mercedes-Glashäuser. Ja. Du warst so intelligent und hast dich da in einem eingenistet, hast alle Autos entfernt. Aha.
in diesem Glashaus, also, weil du da sicher bist, bist du in den Keller von dem Glashaus gegangen und hast am Kellerfenster, da war so ein schmales Kellerfenster, wo die nicht mal durchpassen, ne? Und das hast du aber vernagelt. Ja, gut. Aber weißt du, wie du das vernagelt hast? Das war super. Du hast erstmal Legosteine, ganz kleine, diese zwei, drei Stücke, hast du gestapelt. So. Das hast du Holz vorgenagelt. Ja, so gut bin ich. Stell dich doch nicht in meinen Weg! Mai, da ist schon so viel passiert in so einer Situation. Schätzelein, tut mir leid, ich bin weg hier. Alter, das war jetzt ganz schlimm. Alter, ich hab sie von nahen gesehen. Ich hab sie von nahen gesehen. Das ist schlimmer als alles andere in diesem Spiel. Schätzchen, los mit dir. Nee, ich glaube es. Was war das denn? Ah, du kommst da nicht durch, hä? Ha! Ausgetrickst. Das hört sich an, als würde sie den Zaun kaputt machen. Da irgendwo war ein Fass oder sowas. Jetzt schiebst du den Körner einfach mal. Habe ich nicht schon mal gesagt, dass das bei Dings passiert? War auch so traurig. Stimmt. Das ist ungefähr genau dasselbe quasi. Ja. Sie hat mich gesehen. Meinst du? Ja. Was ist denn los mit dir, Lady? Bam! Alter! Hat auch Lady gesagt, guck! Naja, was willst du zu jetzt noch sagen? Keine Ahnung, kein Türchen. Meine Fresse. Ey, die Frau, ne? Das ist das Schlimmste im ganzen Game. Ja. Oh. I don't mind anymore. Da geht jemand, oder? Da. So. Nee, ist nicht Jesus Statue. Ein Glück. Oh nein! Lord Jesus! Lord Jesus! Nee, es ist Maria. Oh, es ist nur Maria! Wir sind gefegt, sie blutet aus dem Augen. Ja. Jetzt können wir wieder gehen, es ist nur Maria. Ich wollte schon sagen, warum muss man jetzt so viel Karren und so weiter schieben? Das ist doch scheiße. Diese Knochen tragen die Sünde. Ruhe in der Erde bis es zu dem Donnerstag. Ruhe in der Erde, bis du auferstehst. Dein Feind wartet in einem unbekannten Leib. Möge der Herr meinem Kiefer als Knochen kommen. Was? Zahle meine Schuld für die Sünde meiner Geburt. Die Hölle wartet nicht. Was für eine elende Welt. Bleibe wachsam mit Herz und Hand. Sei bereit, den Teufel in Gottes Land zu töten. Zion. Zion, ja, ja. Was denn? Die gute Zion. Zion, das ist die von Higurashi. Oh nein. Oh nein. Die passt doch auch voll rein. Das stimmt. Zion. Voll nicht. Ey, Jasmin, hat sie uns an die Trüben nicht gejagt? Hinter diesen kleinen Zaun? Oder hat sie nicht eben so einen kleinen Zaun gerade kaputt gehauen? Ja. Just Menschen. Aber das kann sie nur einmal, dann muss der Skill wieder laden. Ah. Abdingzeit von 2 Minuten. Ja, ja. Kenn ich. Abspielen. The chapel. The chapel is supposed to be sanctuary. Wow, er hat das so hättest viel du mir jetzt auch ohne die ja, Aufnahme wirklich, er sagen hat immer richtig viel zu sagen zu den ganzen aber Sachen. Aber das hättest du mir ohne die Aufnahme sagen können. Ja. Dude. Wie lautet das Passwort? Code, Mann! Der Code heißt Code! Wir kommen niemals rein, wenn wir es immer falsch sagen. Nochmal Text. So, den willst du den lesen oder soll ich ihn lesen? Meine Pfarrer, Propheten, sagen über den Code. Und dann beim Ninja geschrieben von Nick Tremblay. Der gute Nick.
Ach, halb fast kopflos. Das ist der Abspann, so liest du weiter. Danke für die Kopien deiner Evangelien. Ich habe sie an denen unter uns weitergegeben. Das ist ganz Großschrift. Ja, genug hier und die Augen haben, um zu lesen. Wir brauchen mehr Wein. Wein? Nicht für die Kommunion, sondern auch um den Schmerz zu lindern und die Wunden zu desinfizieren. Da hilft kein Wein. Meine Herde beschwert sich, dass du ihnen mehr versprochen hast, was du gesehen hast. Und dann war ich Probleme mit dem Tenor meiner Stimme. Ja, das hören wir, der Tenor deiner Stimme ist nicht besonders schön. Und den Fäusten meines Trägers kontrollieren kann, vorsorge ich den sanften Weg. Du bist Gottes Meistgeliebte und deine heilige Gabe hat uns alle lehrt. Du hast ja wie Chefkoch. Ja. Ich weiß was das war. Stimmt, warte. Was hat er immer noch gesagt in der Folge, wo er stirbt? Keine Ahnung, weiß ich. Ich hab Kenny getötet. Nee, was? Standardsatz. Heute schön. Er hat irgendwas Komisches gesagt. Boah, genau so redet der. Hast du nicht gehört? Ich bin der sein Synchronsprecher übrigens. Aber du bist gar nicht schwarz. Ja. Nur weil du ein Synchronsprecher bist, musst du nicht schwarz sein, um den Charakter zu kaufen. Wenn der Charakter schwarz ist, will ich auch, dass der Synchronsprecher schwarz ist. Rassismus nenne ich das nämlich. Ey, guck mal, der Inquisitor! Der sieht genauso aus wie mein Thron. Da fehlen nur noch die Schwerter! Nee, aber die Blätter kommen daher. Stimmt, das ist der Inquisitor-Thron. What the fuck? Maria und der Code. Alter. Der hat die Augen zu, ist ein Selfie, ist kein Gemälde. Stimmt. Da ist ein Beichtstuhl, da musst du, glaube ich, hin. Glaubst du, ich frag, soll ich noch mit ihm hier reden? Wo sind die ganzen Priester? Mary, oh. Mary! Wer lebt da noch? Gott! Judas! Er ist ein Verräter. My name's Blink. Yes. I'm not anybody's father. I just killed me. Ich hab Thron. Okay. Mary, he'll hurt her and I'll talk. If you kill me, he won't have reason to hurt her. Flee! Wie kann ich ihn killen? Tschüss, ich hab ein Messer oder so. Es ist irgendwie so wie, töte mich! Er erzählt diese Story, okay. Okay, ist mir voll egal, ich töte, hätte ich auch so getötet. Kein Problem, Dude. Geh mal erstmal zum Beistuhl. Okay. Das ist ein Versteck? Mhm. Jetzt müsste eigentlich davon so eine Stimme reden mit dir. Vater! Vergib meine Sünden! Ich kann nicht ducken irgendwie. I'm a genius! Ganz gut. Schaut das raus! Hallo! Hallo! Und Spargel gekauft? Guck mal, ich hab dir was mitgebracht. Dankeschön! Bitteschön! Kaffeebonbon! Hey! Na? Schön, hallo! Wir sind gar nicht dabei. Nee. Ist auch zu heiß. Nee. Nö, eigentlich gar nicht. Ja, ich habe mein Fenster nicht mal auf. Meine Fenster. Wir nehmen dann auf. Nein, besser. Schokolade. Sugar Crispies. Schokolade. Yes. Indeed. Kann man jetzt zurück zum Spiel drücken? Ist das jetzt erlaubt? Ja. Müssen wir erst mit dem Priester sprechen? Oh mein Gott, das ist Kot! Hab ich doch gesagt! Du bist so ein Blitzberger! Soll ich mal einfach mal kurz verlassen? Mach mal! Wann haben wir zuletzt gespeichert? Warte, speicher jetzt mal. Speicher mal und dann verlass mal, bitte! Ah. Direkt, direkt. Bam, tot. Shit. Lecker. Na, no. Ich war alle Bonbons. Danke schön. Please. Ich schmecke aber doch ein bisschen nach Kaffee. Mm-mm. Doch. Nee. Doch. Oh mein Gott, Dr. Code. Time to flee amongst the scars. Not the actions of a woman unburdened by an immaculate conscience. No. Oh, God.
Oh Gott! Jetzt kannst du dich ja doch ducken. Mhm. Jetzt kann ich mich ducken. God hates vanity. So do I. The outsider woman has this world's destruction in her womb. But Val and his apostate stole away the unborn enemy. The queen's father is escaped. She will bear her filthy heel before dawn. Und der Mann mag ich Stuhl, ich hab ihn hergebracht. Aha, verstehe. Ich so hat die Hand rausgesteckt? Ja. Hallo! Hallo! What the fuck, Code, Mann! Das sieht ein bisschen aus wie der Maulwurf. Der Pinguin hier. Ein Tiefengräber aus dem Unglaublichen. Damn, Leute! Ah, das ist heftig! Oh mein Gott. Nein, er hat ein blindes Auge. Weißt du, wer ich das weiß? Ja. Weil ein Auge auf seinem Gemälde immer weiß ist. Stimmt. Und er hat grauen Star. Haha, das kann auch sein. Oder beides. Glaubst du, der kann seine Arme noch vorher seinen Bauch auch voneinander machen? Sieht nicht so aus. Mich interessiert ja, ob er seine Zähne berühren kann. Ja, das stimmt. Er hat Pantolon. Pantoffeln. Warum nicht? Wir tun die Leute leid, die ihn auf der Sänfte tragen müssen. Ja. Wow. Kannst du ihn normal töten? Töte ihn doch ein... Du Idiot, ey. Was? I'm a simple man. Kann ich das raus hier? Boom! Aha, Motherfucker, ich hab überlebt! Ich war die ganze Zeit hier. Ja. Ich finde schon mal ein bisschen komisch, dass sie nicht mitbekommen, dass da jemand ist. Ja. So mega offensichtlich, weißt du? Irgendwie schon. Anstatt den ganzen Raum vorher abzusuchen. Hurt women to punish men. It's sick. Kropli! Huh? Was heißt Kropli? Was ist denn noch da? Wow, die Musik. Voll intens. Miau! Intens Musik. Jetzt haben die da ein Meeting. Jetzt kannst du da nicht rein. Okay, was habe ich jetzt hier so gemacht? Tschüss. Oh! Leute! Ja, und so, das war dann flüpfrig. Schlüpfrig. Nur weil ich einmal dahin geguckt habe, Leute! Ja, so pervers, Julian. Ach so! Ich hab das jemals. Der Typ kann nur so umspringen, ja. Du! Ach so! Immer alles aufnehmen! Alter! Was hat denn der für ein Messer? Ein Spachtelmesser. Ein Spachtel? Ein Spachtler? Ein Spachtel. Ein Krützeli. Eine Nagelfeile. Haha. Stehe. Richtiger Mörder tut es mit Nagelfeile. Was? Oh. Was? Eigentlich bin ich gerade voll umgekippt. Nein, da lang, da lang, da lang, da lang. Ich will ja eigentlich mich heilen. Einen Moment Ruhe. Ich will am heilen. Heute. Lol. Dann hat er sich zugemacht.
Warum auch nicht? Gut, jetzt leben wir hier oben. Ja. Wir bauen jetzt uns hier ein Baumhaus. Oh, geil. Das ist hier die Festung. Winterfeste. Die Winterfeste. Himmelsfeste. Ich baue hier einfach richtig viel Holz ab und dann mache ich hier so überall so mein Gebiet. Bloody Forest-like, ne? Ja, genau. Weißt du, was ich dann mache? Dann mache ich mir meinen eigenen Kult, der an Gott glaubt, und nenne ich Dr. Knot. Ich bin das Gegenstück von Dr. Knot. Da heißt sie nicht Dr. Knot. Warum sagst du mir nicht, dass ich die Merke-Dings hier drin mache? Weiß ich doch nicht. Ist dir das aufgefallen? Nein. Mir aber. Warum sagst du es denn nicht? Weil es mir jetzt erst aufgefallen ist. Ah, das würde ich dann auch behaupten. Weißt du, ich fing so an, wie der Inquisitor. Stimmt. Und dann am Ende ist man irgendwann so. Am Ende ist Merkel daraus geworden. Ja. And suddenly Merkel. Das ist so, wenn man regiert. Das ist so, wenn man regiert. Aha. Ach, da geht's raus. Weißt du, mir ist noch kein Hund begegnet hier. Stimmt. Aber ein Teddybär. Den nehme ich mit. Ich nenne ihn Dr. Fu. Und mir ist kein Kind begegnet. Stimmt. Doch? Nee. Ja. Doch, ganz viele Tote. Tote Kinder. Ja, aber ich meinte. Und die eine, die sich erhangen hat. Ja. Ja, schlafen, ein kleines Kind. Jetzt kommt ein Kind. Oh. Oh. Leidekind? What the fuck? Was denn los mit dir, Lady? Hey! Man weiß an mir doch keine Kinder! Sie ist die Nanny! Na, also mein Kind bekommst du nicht. Eine zauberhafte Nanny! So ist das also. Ach Gott. Weiß und rot. Ach nö. Ach nö. Ja doch. Jetzt. Also gürtet eure Lenden! Punkt! Lenden gegurtet! Jede, die mich hören wollen. Komma. Also, ich mach den ersten, ja? Also, gürtet eure Lenden. Jede, die mich hören wollen, bereitet euren Verstand. Seid offen und schlicht im Warten auf die Offenbarung. Seid gehorsam wie Kinder ihren Eltern, wie Eltern den Propheten, wie Propheten dem Herrn und seinem Engel. Man kann nicht das gut. Ja. Now it's your turn. Denn ihr wisst, ihr seid nicht unverderblich. Und unverderbliches Gold, noch sind es die Lügen der Überlieferung eurer Väter. Gezeugt. Warum hast du immer solche Parts? Was? Welche? Gezeugt, ihr Lenden. Gezeugt nicht von dem unbefleckten Blut, die Linie Adams war bei Kain nicht mehr zu erretten. Der Beschnittene war doch starrhälsig. Und ich wollte doch wissen, warum er beschnitten war. Und war das Los schlecht gewachsen. Wer wahrlich entweihte die Offenbarung des Abrahams und des Jesu von Nazareth von den Abu al-Aqsi Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd Allah de Mulay ibn Isahim, ihr verdammten Juden, ihr verdammten Christen, ihr verdammten Moslems, die ihr Verdammnis seht und auf die Ernte wartet. Was heißt das? Kannst du mir das übersetzen? Kannst du Arabisch? Ich glaube, es heißt gesegnet sei der Prophet Muhammad, oder? Ja, ich glaube, das steht ja in der Dings, im Koran. Warte, ich hol meinen Kurs. Ja, ist richtig. Aber hört nicht auf das eitle Gerede eurer Väter und verbringt eure Zeit in Furcht und ergebt euch nicht ignoranter Lust. Aha. So, so. Du hast es nicht verstanden. Nein. Das nicht so. Ein bisschen. Ja, weiter. Und wenn der Vater euch zur Rechenschaft zieht, so verteidigt seinen Himmel und vergießt das Herzblut des spinnäugigen Lamms, des Feindes, dem ungeborenen Prinz der Lügen. Ein spinnäugiges Lamm, das wäre ein Lamm mit 7 Augen. 7, 8? Kennt ihr nicht die 7-äugige Ziege, die von draußen aus zusieht? Für sein Glauben wurde ihm offenbart, seid heilig, da ich es bin. Du bist nicht heilig. Du bist hier doch die Sonnengeburt. Ja, stimmt ja. Ich bin ja auch die Sonne. Strahlst wie die Sonne. Dankeschön. Wie scheint die Sonne aus? War ja auch in Japan. Ah, das bezweifle ich stark. Dass ich in Japan war oder dass ich da verstrahlt wurde? Beides. Also mit dem Verstrahlt kann ich mir schon mehr vorstellen. Ja, ich möchte gerne nach Japan. Das ist ja der Gedanke, der zählt. Ja, das will ich auch. Man denkt dran, aber schön, dass man verstrahlt. So ist das heutzutage. Ich bin Mais.
Kennst du das, wenn du vor der Kasse stehst und ich weiß, was du willst? Hm. Hm. Wo ich genau? Nicht. Wo genau? In welcher Situation soll das vorkommen? In jeder Situation, die eine Kasse enthält. Ich glaube, du wolltest Sachen kaufen. Das Schlimme ist ja, dass du, wenn du nichts kaufst in einem Supermarkt und dann rausgehst und dann gucken dich alle Leute so an und denkst so, ich hab nichts geklaut! Jedenfalls nicht hier! Ja. Ja, so ist das. Das ist wirklich. Manchmal ist es einfach so, du gehst dahin, hast vor, was zu kaufen, überlegst dir dann doch anders und dann gehst du. Stimmt. Aber kennst du das, wenn du eine Wassermelone klaust und du tust, als wärst du schwanger und die Leute fragen dich, warum du einen Bart hast? Ja, das passiert mir ja jedes Wochenende. Aha. Ich wollte hier die Lautstärke ein bisschen runterdrehen, weil gerade eben hat mein mein Soundaufnahmeprogramm so ein bisschen rumgespackt, weil es zu laut war. Mein schönes Haus. In der Draht. Ja, auch damit ich wenig von Hitler belästigt werden. Von Hitler? Ja. Ist schlimmer als Hitler. Ja. Ich hab die gleiche Voice. Ich hab das gleiche Talent. Dann geht zum Supertalent. Was kannst du? Ich kann Hitler nachmachen. Paar kurze Fix. Aber völlig falsch. Ich hätte, weil er ist wieder da, so bestellen müssen die Karten. Zwei Karten für er ist wieder da. Dann wäre ich nicht mit dir mitgegangen. Ach doch, wärst du. Den haben wir zusammen angeguckt, ne? Ja. Ja. Er ist wieder da. Ein super Film. Der war echt. Bam! Er kann die Tür nicht zumachen. Warum macht er die von. Hä? Da ist wenn da ich eine Tür. Warte. Ich weiß, du machst die Tür nicht so zu. Wenn ich eine Tür zumache und in dem Raum bin, dann ziehe ich doch nicht an der Klinke, die außerhalb des Raumes ist, um die Tür zu verschließen. Wer macht denn sowas? And suddenly retarded. Oh no, it's retarded. Ich würde sagen, wir machen hier einen kurzen Cut. Wie lange nehmen wir denn auf? 38. Du schneidest aber was zwischendurch was raus, ne? Stimmt. Du Lügner, du! Hören wir Tassen auf? Das ist eine gute Position auf der. Okay, ciao. Mit V und L.